Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Diesen Slogan kennen Sie sicherlich bereits aus der aktuellen Imagekampagne des deutschen Handwerks. Doch was wäre das Handwerk ohne all die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen in Gremien und Prüfungsausschüssen? Die Handwerkskammer Koblenz hat sich nun bei ihren Ehrenamtsträgern mit einem großen Sommerfest bedankt. Das Wetter zeigte sich dem Anlass angemessen und sorgte beim großen Sommerfest der Handwerkskammer Koblenz für beste Laune unter den rund 400 geladenen Ehrenamtsträgern und ihren Familien. Sie sind damit der Einladung von Kammerpräsident Werner Wittlich und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden gefolgt. Es ist ihr Fest. Mit diesen Worten begrüßte Kammerpräsident Werner Wittlich seine Gäste und bedankte sich so für deren unermüdlichen Einsatz. Ohne diesen Einsatz und die Unterstützung der Familien wäre vieles nicht möglich, wie der Präsident betont. Weil ohne Ehrenamt im Handwerk nichts läuft. Das Handwerk ist in seiner Struktur und im Aufbau auf das Ehrenamt aufgebaut. Ich nenne nur die vielen Prüfungsausschüsse, die wir haben, die Prüfungsabnahmen, sei es Gesellen, Zwischenprüfung, Meisterprüfung. Wenn wir das alles mit hauptamtlichen Leuten machen sollten, wäre das erstens nicht finanzierbar und zweitens wahrscheinlich gar nicht möglich. Umso mehr müssen wir allen, die im Ehrenamt tätig sind, herzlich danken. Einer, der sich seit 25 Jahren für die Arbeitnehmer einsetzt, ist Ulrich Färber. Er steht als Vizepräsident im Vorstand der Handwerkskammer Koblenz für die Sorgen, Nöte und Anliegen der Beschäftigten im Handwerk ein. Nach 47 Jahren bei Mercedes-Benz in Koblenz, davon 25 Jahre als aktives Betriebsratsmitglied, geht er zwar nun in den Ruhestand, bei den Kollegen ist er aber noch immer beliebter Ansprechpartner. Seit vielen Jahren ist er nun ehrenamtlicher Vizepräsident der Arbeitnehmerseite der Handwerkskammer Koblenz und damit mit zahlreichen Aufgaben betraut. Ja, die Aufgaben sind vielfältig. Das fängt an mit der Vertretung des Handwerks in der Region gegenüber Politik. Unsere Aufgabe ist natürlich als Arbeitnehmervertreter auch die Interessen der Arbeitnehmer in den Betrieben zu vertreten. Und auch natürlich angefangen von der Berufsausbildung, der Ausbildung über Weiterbildung, Meisterprüfung bis Gesellenprüfung, Meisterprüfung, dieses zu beobachten, zu kontrollieren und gucken, ob das doch alles in Ordnung läuft. Und gerade wir in der Kammer Koblenz, muss ich also sagen, wir haben ein gutes Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeberbank. Das ist nicht in allen Handwerkskammern so, das ist so. Es gibt auch mal Probleme, es gibt auch mal Diskussionen, aber im Endeffekt haben wir immer einen Weg gefunden. Jetzt gibt er den Staffelstab im Betrieb an seine Nachfolger ab. Und die sind froh, dass sich Ulrich Färber noch regelmäßig blicken lässt. Sind doch noch viele Fragen und Themen zu klären, denen sich Färber 25 Jahre mit viel Herzblut gewidmet hat. Seine Erfahrung zählt. Und das nicht nur hier bei seinen Kollegen, sondern auch in der Vorstandsarbeit als Vizepräsident der Handwerkskammer Koblenz. Weitere Informationen zum Ehrenamt im Handwerk gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Und nun noch ein Aufruf an alle Meisterinnen und Meister, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Meisterjubiläum feiern. Am 7. Oktober 2010 findet die Verleihung des Goldenen Meisterbriefs in einer stimmungsvollen Feier statt. Alle betreffenden Meisterinnen und Meister können sich unter der eingeblendeten Telefonnummer in der Meisterakademie der Handwerkskammer Koblenz dazu anmelden.